Hallihallo, liebe Leute, und es Tick und Takt bei Castlevania 64 mit mir, DJ Kersi, macht sich Adventure Holmes, euren Hobbydetektiv. und irgendwie will ich durch diese Tür nicht durch können. Wem kann man es verübeln? Ah, hier muss ich lang. Okay, ich habe den Weg gefunden. Gut. Obwohl, nee, von Man hier hat. kam ich doch. Nee, hier ist ein Fahrstuhl. Na dann Ah. aufwärts! Okay, du hättest wahrscheinlich auch die Uhren kaputt machen können, aber. Okay. Okay. Eine Sense kam mir gerade entgegen. Verflucht! Na toll. Dürfen wir meinen Lieblingsboss in Castlevania bekämpfen. Elender Hund, ich reiße dich in Stücke. Das muss aber nicht sein. Autsch! Das ist das Ende. Ja, von Rosa zumindest. Nein. Mädchen, vergiss nicht, was du bist. Für ihn opferst du dein Leben. Rosa, warum? Dein Herz ist mutig und rein. Du kannst Dracula besiegen. Solange er lebt, hört das Grauen nicht auf. Mein Los verdient niemand. Keine Angst. Ich werde den Graf töten. Gut. Grausamer Tod. Meine sündige Seele findet keine Vergebung. Gott, hab Mitleid und vergib ihr. Vater, vergib unsere Sünden, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott hat dir verziehen, Rosa. Tja, ich glaube, das war's mit ihr. Sie verschwindet. Tja, somit gibt's keine Nachfahren von Reinhard. Aber dir werde ich nie vergeben. Vampirkiller, trauerst du um einen Vampir? Das ist nicht die Wut eines Vampirkillers. Das ist der Zorn der Menschheit. Gib's ihm. Oh ja, ich liebe diese Musik. Oh, ich habe die schon in Vampire's Kiss und Rondo of Blood sehr geliebt, diese Musik. Geil. Achso, Egal, aber das dafür bin ich stimmt, dieser dass Kampf. das Tod-Thema stimmt. Dafür bin ich ziemlich lässig, dieser Kampf, weil Tod mochte ich noch nie in irgendeinem Castlevania. Heilige Scheiße! Ja, also das Pentagramm geöffnet und eine große Kreatur beschworen, ja. Die ist nicht gerade freundlich. Nein, ziemlich. Wie kann man eigentlich den Tod töten, frage ich mich. Ich werde das jetzt nicht ausprobieren, ich will den Tod töten. Na komm her. Den ziehe ich nicht gerade ab, aber egal. Es muss reichen. Aber ey, Fuß, bleib stehen. Es ist nur ein Hieb, den ich geben will. Au, oi. Wenn seine Sensen nicht werden, was kommt jetzt? Ah, du willst also... Autsch, okay. Also die Sense geschmissen. Ja, und das hat ein bisschen weh. Heilige Scheiße. Bleib mal stehen, tot. Oh, Scheiße. Okay, und jetzt? Er macht irgendwelche Fuchteleien. Okay, ich verstehe. Er beschwört seinen Todesfisch. Ausgerechnet dieses lästige Vieh. Man könnte bald meinen, das wäre ein Leviathan. Es ist ein Fisch. Und ich komme von allen Seiten. Und ich treffe ihn nicht mal, ach Mann. Müssen wir jetzt endlich mal fertig mit beschwören. Kämpfen wie ein Tod. Ich kann doch nicht mal mein Weihwasser verwenden, das ist das Beschissene. Ja, weil der Luft ist, das geht gar nicht. Zeit fürs Essen. Wir haben 22.30 Uhr in diesem Spiel. Super.
Ja, Zeit fürs Essen. Mitternachtshäppchen bald. So, schmeiß wieder. Nee, du vergiss es. Okay, abhauen. Ah. Ich komm nicht weit. Scheiße. Kann sein, möchte gern Fisch hier kaum ausweichen. Ja, weil er so den Boden einnimmt, die Fläche, auf der du stehst. Zumindest wenn er von unten kommt, ist es scheiße. Von der Seite geht ja noch. Och man. Pack deine Sensen weg. Ah, jetzt. Tod will mich wirklich tot sehen. Meine Güte, ich habe ihn echt noch nicht wirklich viel abgezogen. Nein! Ah, ich wollte mich... Scheiße. So. Okay, ich sollte erstmal wieder speisen. Sonst könnte das mein Untergang sein. Meine Güte. Dieser Kampf wird sich hinziehen. Na, solange du noch für den Heil-Item hast. Heil-Items hast, mein Gott. Wird das schon klappen. Ah, jetzt kommt ja die Beschwörung. Na, wenigstens einmal getroffen. Ich wurde mal nicht von diesem Scheißfisch getroffen. Autsch. Ich muss mich echt hier die ganze Zeit bewegen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann. Und das Glück haben, dass ich den Tod dabei auch noch irgendwie treffe. Uaiaiaiai. Ich... So, so geht's auch, okay? Ah, interessant. So, komm her, tot. Nein. Okay, das sind viele Sensen. Ich sollte vielleicht das weitersuchen. Ich war gerade verfolgt. Immer diese Groupies. Wenn's mal Groupies wären. Ach du Scheiße. Gerade in dem Moment, wo ich mich auf dich fixieren wollte, tot. So. Sehr schöner Treffer. Nicht mehr viel, dann haben wir. Na komm schon. Wir können ihn schaffen. Ah, nicht wenn das so weitergeht. Ich muss doch wohl noch mal speisen. Das geht nicht anders. So. Autsch. Ach, verdammt. Nein, das kann nicht wahr sein. Okay, wie viel hat er mir bitte gerade abgezogen? Eine ganze Menge, wa? Mhm. Oh. Bleib mal endlich stehen. Okay, komm her, komm her. Ich hab ihn. Du hast den. Hund eines Belmont. Au! Er ist doch Schneider. Zurück in dein finsteres Reich. Auch Dracula, Dracula ist bald da. Welch Hochmut. Auf bald in der Hölle. Ich werde dir ein warmes Plätzchen sichern. Na dann, ich freue mich. Und dann werden wir schönen Tee trinken. Bye bye, Tod. Ah. Wuhu, wir sehen den roten Sichelmond und sogar den Uhrenturm. Ja. Und da ist sogar der Weg, der direkt nach Draculas Gemächern führen müsste. Die Treppe, die legendäre Treppe. Die ewig lange. Und dann, wenn man es dann geschafft hat. Okay, auf zum vorletzten Level.
frage mich nur gerade, wo ich überhaupt jetzt lang gehen muss. Du musst wieder runter, das ist wie ein Fahrstuhl. Ah, hier ist er. Okay, ab geht's. Haben wir das schon mal hinter uns. Dann muss ich jetzt theoretisch durch die Tür können, die ich vorher nicht betreten konnte. Genau. Die vorher zu war. Na, dann speichern wir hier noch einmal. Ja, will ich. Tick, guck mal, tack, tick, tack. Sind da noch Fackeln in dem Uhrenraum? Ja, die will ich jetzt gerade mal zerstören, aber... Ah, noch Fleisch. Haben wir hier noch was Nettes? Vielleicht Geld? Nee, Weihwasser. Eine Axt. Ah, und Postenladen. Okay, das reicht, denke ich mal. Ab zum nächsten Level. Der Glockenturm. Oh ja, das wird er eben so genannt. Uiuiui, das sieht auch noch ziemlich hoch aus. Ja, das Hochsteigen wird jetzt scheiße. Egal, darin bin ich ja seit dem Vollstreckungsturm ja doch eigentlich ein bisschen geübt. Eigentlich. Naja, es geht mehr um diese sich drehenden Zahnräder, wenn man da reinfällt. Und man so schön... Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Naja, mit deinen Jump-Skills schaffst du schon. So, die erste Zahnradstelle habe ich überwunden. So, da bin ich auch schon mal rüber. So, weiter. Das war zu weit, aber ich habe es noch überlebt. So, mal gucken, wie weit ich jetzt noch komme. Und rauf da. So. Nicht mehr zu weit. So, das klappt doch eigentlich bisher ganz gut. Halt. So. Sehr schön. Reinhard, ich bin stolz auf dich. Ach du Heilige, okay. Kamera, jetzt wäre ich dir damit verbunden, dass ich was sehen könnte. Ach, die Medusenköpfe, die legendären Medusenköpfe, die im Uhren... Ach, vergiss es doch. Turm, gerne mal rumflattern. Na super. Aber wisst ihr was, Leute? Ich denke, bei diesen Glocken- bzw. Uhrenturm heben wir uns für den nächsten Part auf. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal hier und beim nächsten Part geht's, ja, rauf in den Uhrenturm und dann wollen wir mal sehen, ob wir das hinter uns bringen können. Deswegen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.